Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier heute im Efteling. Wow, im Efteling. Da war ich auch schon länger nicht mehr. War ich überhaupt letztes Jahr hier? Ich glaube nicht. Oder war ich da vor Corona nochmal? Ich glaube, im Winter war ich irgendwann mal hier. Auf jeden Fall freue ich mich. Die Dark Rides haben aber leider geschlossen. An sich gibt es hier keine Maskenpflicht. Aber ist natürlich jedem selbst überlassen, wo er die Maske trägt und wo nicht. Genau. Und an sich gibt es aber eine Maskenpflicht in Indoor-Bereichen. Aber da ja eh Dark Rides nicht geöffnet haben, ist es also nur wahrscheinlich in Stationen und überdachten Warteschlangen. Ich weiß es nicht. Das werden wir auf jeden Fall alles sehen. Ich freue mich, weil der Park ist echt schön. Ist echt so ein richtig schöner Park. Mal gucken, wie voll es ist und wir gucken mal, was wir als erstes fahren. Wir fahren jetzt direkt mal, ich denke mal, 0 Minuten Wartezeit, die Wasserbahn Piranha. Und hier sind dann jetzt so Zettel. Ich weiß nicht, da sieht man irgendwo einen. Da hängt er, da. Dass jetzt hier, weil es überdacht ist, also so kleine Überdeckung, eine Maskenpflicht herrscht in der Warteschlange. Und deswegen Maske an und freue mich auf die Wasserbahn. Hoffentlich werden wir ein bisschen nass. Wenn es da, am Ende kann man ja rein natürlich ein bisschen nass werden. Mal gucken. Wir kommen jetzt gerade aus Piranha und ich fahre jetzt direkt das nächste. Also ich wurde ein bisschen nass, wir sind auch direkt zwei Runden gefahren, durften sitzen bleiben. Und jetzt fahre ich nämlich Max und Moritz, die Neuheit hier von letztem Jahr. Letztes Jahr war ich ja nicht hier und deswegen bin ich mal gespannt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr niedlich aus. Ich fahre jetzt schon mal die eine Seite und die andere fahre ich dann gleich mit Vivi und Kevin zusammen. Die machen gerade ein paar Aufnahmen. Wir kommen jetzt gerade aus Max und Moritz. Ich bin beide Bahnen gefahren und ich finde, die blaue drückt minimal mehr, würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung, vielleicht ist auch nur, denke ich. Die drückt halt am Anfang, gerade bei der zweiten Runde, ein bisschen mehr. Und ja, ist halt auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Familienbahn, die dazu halt auch noch eine ganz gute Abfertigung hat, was ja oft Familienachterbahnen irgendwie nicht haben, weil der Zug ist halt ziemlich lange und es ist halt zwei. Sonst die Abfertigung ist okay und ist halt ganz nett thematisiert auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Spaß und für Familien eigentlich eine sehr, sehr schöne Achterbahn mit On-Ride-Soundtrack. Das finde ich auch sehr, 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 sehr schön. On-Board-Soundtrack natürlich. Ich bin hier schon wieder Zeug am Rumladern. Und jetzt gucken wir mal, was wir als nächstes fahren. Aber das ist schon mal eine schöne Neuheit. Wie im Hintergrund schon zu sehen, gehen wir jetzt auf Baron. Das ist ein schöner Dive-Coaster, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und schön viel Nebel und wir haben auch Hammerwetter einfach, muss man sagen. Mal gucken, wie lang da die Wartezeit ist. Bisher hatten wir ja, genau bei Max und Moritz hatten wir so 10 Minuten höchstens, noch nicht mal, eher so 5. Und das war alles bisher sehr, sehr, sehr chillig. We'll be right back.
Wir kommen jetzt gerade aus Baron und es war, ja, es ruckelt ordentlich, aber sonst ist die Bahn eigentlich ganz schön. Also, ja, macht auf jeden Fall mehr Spaß als Krake, die wir erst letztens gefahren sind. Ja. Und man wartet nichts drin, also man wird direkt so eingeteilt, dass man quasi direkt durchgehen kann. Man wartet nur kurz vor der Tür. Also uns gibt es leider auch keine Pre-Show. Und ja, ja. Aber sonst Nebel. Wir werden jetzt da im Hintergrund in den fliegenden Holländer gehen. Ich mag den fliegenden Holländer. Sehr, sehr schöner Dark White Part. Und aber schönes, auch eine schöne Wasserbahn. Schöne Wasserbahn. Und da gehen wir jetzt mal rein. To find myself again. Wir kommen jetzt gerade aus dem fliegenden Holländer und ja, Efteling kann halt einfach Dark Rides. Efteling kann einfach Dark Rides. Und deswegen ist es eigentlich umso schade, dass alle anderen Dark Rides geschlossen sind. Das ist ja halb nicht Dark Ride, also halb Achterbahn-Part ja noch hier draußen und Wasserbahn und Dark Ride. Aber der Dark Ride-Part finde ich schon schön. Essen ist geholt, Pommes Spezial und Käsesoufflé. Und guck mal, wie süß die hier die Gabel und Salz eingepackt haben. Mit Efteling-Servettchen. Sehr schön, jetzt wird gegessen. Lecker. So, wir haben gerade aufgegessen und jetzt geht's in Python. Ja, die wurde 2018, glaube ich, komplett restauriert. Neue Schienen und so weiter. Und seitdem fährt die sich ja ziemlich gut. Also auf jeden Fall für so eine Bahn von Dicke Oma. Und da freue ich mich drauf. Hier natürlich überall rechts, links, Plastikscheiben. Das ist auch eigentlich ziemlich gut hier. Das ist irgendwie so, dass es nicht total überhitzt, aber trotzdem, dass du im Schatten stehst. Also das finde ich irgendwie ziemlich gut. Sollten dich die deutschen Parks mal eine Scheibe von abschneiden. Oder Kevin? Hier, der Sonnenschutz ist sehr gut hier. Ja, und ist auch nicht, also ist ja kein Stück warm hier drunter. Noch nicht. Noch nicht, nee. Glaube ich aber nicht, dass das passiert. Wenn überhaupt wegen denen dann hier. Wir fahren jetzt hier mit Joris in den Drag und da freue ich mich drauf. Eine schöne Holzachterbahn, meine ich in meiner Erinnerung zu haben. Und fahren wir mal eine Runde. Wir kommen jetzt gerade von Joris in den Drag und war eine schöne Fahrt, hat schön gerüttelt, aber so wie eine Holzachterbahn auch rütteln muss, war sehr, sehr, sehr angenehm, fand ich schön. Und was haben wir gewartet, vielleicht so 20, 25 Minuten, ging auf jeden Fall fit. Wir haben jetzt gerade eben Eis gegessen, 3 Kugeln für 2,70 Euro war echt ein fairer Preis und ja, war noch gar nicht so schlecht, oder Lagnese-Eis war das, also Kugel-Eis aber, ne. Auf jeden Fall war ganz gut, war entspannt, war auch, Wetter ist ja warm, also war cool. Und jetzt stehen wir hier gerade vorm Toten Platz, nenne ich ihn. Also da klar ist ein bisschen Karneval, aber sonst ist Karnevalfestival und Drumflucht, Vogelrock, leider geschlossen.
Ich bin heute aber auch durch den Wind, ey. Das gibt es ja nicht. Ja, wir fahren auch gar nicht mehr viel heute. Mal gucken. Aber bisher war es auf jeden Fall sehr schön und sehr entspannt. Wir sitzen jetzt in der Pagode. Ja, wir gucken uns das ganze Spaß von oben an. Mhm, jetzt geht es hoch hinauf. Ich weiß gar nicht, wie hoch. 35 Meter, 40? Keine Ahnung. Was denkst du? Ich will immer weiter hoch hinaus. Immer weiter hoch hinaus. Okay, wir sollten nicht singen, glaube ich. Aber wir fahren jetzt mal hoch hinaus und ihr seht davon irgendwas. So, ich habe mal gerade noch herausgefunden, wie hoch das denn jetzt wirklich ist. 45 Meter fahren wir jetzt in die Höhe. Wir sitzen jetzt gerade hier in der Gondoletta, sehr chillig. Was haben wir gewartet? 5 Minuten. Wir haben eh den ganzen Tag nicht wirklich viel gewartet. Das war echt sehr entspannt. Und hier sind überall Fische an der Seite im Wasser. Auch sehr schön und ganz viele Enten. Und ich denke mal, das wird auch das Letzte, was wir heute fahren, sein. Wir haben sehr viel gechillt heute, war sehr entspannt, schön leer. Der Park ist eh perfekt eigentlich zum Chillen. Man hat hier sehr viel Grün, sehr viel Wald, sehr viel Chillmöglichkeiten. Und haben aber auch ein paar nette Attraktionen ja hier. Bibi? Was? Wie fandst du es? Sehr schön. Also trotz, dass alle Dark Rides leider geschlossen haben, hätte ich nicht gedacht, dass es trotzdem so cool wird. Weil Efteling verbindet man ja mit Dark Rides. Aber ist schon cool hier. Also selbst die Achterbahnfahrt bei schönem Wetter. Wir haben uns viel Zeit genommen, schöne Fotos gemacht. Wunderbar. Willst du auch was sagen, Kevin? Nö. Ja, naja, okay. Ich piepst hier nur rum. Du piepst da nur rum mit deiner GoPro. Ja, auf jeden Fall. Beende ich auch schon mal hier diesen Vlog und fand es auf jeden Fall einen sehr schönen Tag. Da sieht man Baron und ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Ich hoffe, euch hat dieser verrückte Vlog heute gefallen. Ich war ein bisschen durch den Wind, keine Ahnung. Und wir sehen uns hoffentlich auf dem nächsten Vlog und viel Spaß auf YouTube. Ciao! So, ich möchte jetzt mal wieder mein Glück versuchen. Letztes Mal habe ich es schon nicht geschafft. Man muss auf diesen Teller da eine Münze werfen. Dann kriegt man Glück, denke ich mal. Auf jeden Fall, letztes Mal habe ich da schon irgendwie 30 Cent reingeworfen. Jetzt versuche ich es nochmal. Jetzt gleich kommt die Scheibe und mal gucken, ob ich es hinkriege. So, komm, dann muss doch diesmal klappen. Oh, war knapp. Ja, oh, voll daneben. Warte doch! Ja, ich habe gewonnen! Komm! Jetzt wird's runtergeschmissen! Oh! Das war's. Aber ich habe es ja geschafft. 3 Münzen, die dritte. Alle guten Dinge sind 3, wie man so schön sagt. Ja. Und damit beende ich dieses Video. Tschüss.